Moin Leute, da melde ich mich mit dem 35. Teil. Ich glaube, ich bin noch richtig. 35. Teil, und zwar, es wird ernst. Der Alltag im Knast war sehr langweilig. Diese Sachen, die ich dann erzähle mit der Uhr nebenbei und so weiter, das plätschert aber trotzdem so hin. Es geht da nicht um mich, es ist Beiwerk für mich. Ich beschäftige mich damit auch nicht so intensiv, sondern ich habe mich damit zu beschäftigen, wann komme ich wieder frei. Ich muss dazu sagen, in dieser Sache fühlte ich mich relativ unschuldig, relativ. Ja, da, ich möchte jetzt nicht, dass irgendwelche Menschen darüber abkotzen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in dieser Sache sage, ja, ich bin das Opfer, nein, ich bin hier auch Täter. Aber das Paradoxe, was hier passiert war, war, ich habe viele Dinge gemacht, für die ich nicht bestraft worden bin, die nicht ermittelt worden sind und so weiter. Und diese Sache, wo aus meiner Sache jetzt nicht so viel passiert ist und es sind zwei Gangs aufeinander gekommen, dafür saß ich jetzt in Untersuchungshaft. Es war ja im Jahr 2011 meine erste Untersuchungshaft. Ich bin 33 Jahre alt. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon weit über 8 oder 10 Jahre auf Bewährung. Habe mich immer mit guten Anwälten mit guten Anwälten teilweise um Verfahren gedrückt, in die Länge gezogen, durch Instanzen gezogen und so weiter. Und jetzt war ich in dieser Sache in Untersuchungshaft, wo ich gesagt habe, naja, okay, rein theoretisch gibt es hier jetzt wirklich ein Opfer. Das war mir nicht ganz so klar. Es waren jetzt 2,5 Monate vergangen. Die erste Haftprüfung hatte ich erzählt, die ist scheiße gelaufen. Der Richter hat mich fast ausgelacht mit meiner Anfrage, dass ich doch wieder raus wollen würde. Dass ich raus möchte. Und es war dann so, dass ich hatte noch nicht die Akteneinsicht, die ich benötigte. Man muss von der Illusion so ein bisschen wegkommen, also dass so ein Anwalt dann diese Akte kriegt und dann arbeitet er sich da rein, sucht Widersprüche, telefoniert mit Staatsanwälten, mit Ermittlern und so weiter. Hier, da haut doch irgendwas nicht hin und das ist unlogisch und mein Mandant behauptet das so und so. So funktioniert das alles nicht. Das ist alles erstmal nur Akten durch die Gegend schicken, dann Akten sichten. Dann kommt der Anwalt vielleicht, sagt, ja, hier ist die Akte, guck da mal rein, das haben die ermittelt. Und dann sagt man, ja, das ist doch scheiße, das stimmt doch alles nicht. Und dann sagt er, ja, das klären wir dann bei Gericht irgendwann. Ja, toll. Also so funktioniert es. Da musst du schon sehr, sehr viel Geld haben, dass das irgendwie so funktioniert, wie das im Fernsehen so gezeigt wird, dass dann Anwälte dann auch wirklich teilweise ermitteln oder so Akten komplett lesen. Also ich habe die meisten Anwälte, die ich hatte, ich glaube, die haben die Akte nicht einmal komplett durchgelesen. Ist kein Hate, aber ist einfach so. Ich hatte jetzt die Chance wieder auf Haftprüfung. Das ist so. Ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher, wie die zeitlichen Abstände hier sein müssen. Das müsste hier drunter vielleicht jemand kommentieren. Also es ist so. Man wird inhaftiert, dann muss man innerhalb von 2 Wochen oder nach 2 Wochen kann man wieder dem Haftrichter vorgeführt werden und dort werden die Haftgründe nochmal geprüft. Diesen Termin nehmen die meisten wahr. Natürlich, wenn man sehr, sehr schwere Straftaten begangen, wo die Beweislage eindeutig ist, braucht man auch nicht mit einem Mord oder Totschlag und sonst was eine Haftprüfung zu stellen. Das ist dann auch einfach nur Zeitraum des Gerichts. Ich weiß gar nicht, ob das Gericht das ablehnen darf. Und dann, man weiß auf jeden Fall, wenn die erste Haftprüfung nach 2 Wochen schiefgelaufen ist, so wie bei mir, dass man dann mindestens 8 bis 10 Wochen wieder warten muss, bevor man wieder eine Haftprüfung stellen kann. Das hat damit zu tun, damit nicht jeder Gefangene irgendwie alle 2 Wochen zum Gericht dackelt, dort hingefahren wird in Handschellen, Beamte dahin fahren, dann bei Gericht dem Richter die Zeit rauben, der Justiz die Zeit rauben und so weiter und dann sagen, ja, nee, wollen Sie uns verarschen, wieder zurück. Also deswegen gibt es dann diese Fristen, die werden dann auch, glaube ich, immer länger. Grundsätzlich ist Untersuchungshaft 6 Monate in Deutschland. Die wird dann verlängert, je nachdem, wie welche zu erwartende Strafe auch ist und ob ein Verfahren angesetzt werden kann und so weiter, ob es terminiert werden kann. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hatte jetzt nur Auszüge aus der Akte, habe ich zugeschickt bekommen. Das heißt, die Ermittlungsbehörden, bei uns war das das Dezernat für organisierte Kriminalität beim Landeskriminalamt, die geben ihre Ermittlungen nicht alle grundsätzlich frei, weil sie können sich darauf beziehen, dass es ein laufendes Verfahren ist, dass Ermittlungen noch stattfinden und sie deswegen nur einen Teil der Akte freigeben können, die was
was mich betrifft oder sonst was und was dann keine anderen Ermittlungen gefährden würde. Es war dann auf jeden Fall so, dass ich diese Akte bekommen hatte und da habe ich das gelesen, was ich da gelesen habe, habe ich gedacht, das hat, also das klang wirklich so, als wenn unsere Gang, die andere Gang oder also dass wir die böse Gang sind und ich und die anderen sind so eine Art Kirchenchor, Verein, wollten wir alles nicht und wir sind gar keine kriminellen Rocker oder Straßengang, wir sind alle ganz harmlos, wir wollten eigentlich nur ein bisschen zusammen abhängen und ein Bier zusammen trinken und so weiter und so war es nicht. Wir wollen hier ein bisschen Real Talk machen. Die waren, ich will nicht sagen genauso schlimm, das kann man nicht unbedingt vergleichen, aber es war eine Anhäufung auch von teilweise Kriminellen bis hin so zu normalen Türstehern, die so ein bisschen an der mal was verdient haben, wenn sie mal ein bisschen was vertickt haben oder zwei, drei Tätowierer, die sonst damit nichts zu tun haben. Es war eher ein bunter Haufen auch, aber mit dem klaren Ansatz auch natürlich mit Kriminalität Geld zu verdienen, mit Prostitution, Tattoo-Gebiete abstecken, Drogenhandel und so weiter. Also das ist dann las ich das, was ich da bekommen habe, das las ich dann so wirklich so, das las ich sehr schlimm. Also da stand drin, das werde ich auch bei Patreon reinpacken, für die von diesem Kanal Pate sind, könnt ihr mal reingucken, patreon.com mit King unter den Kongs.de, ein Link ist immer unter dem Video. Und da lege ich mal diese Dokumente rein, was da drin stand. Ich hatte dann gedroht, in dem Gespräch vor dem Gericht, kurz bevor ich verhaftet worden bin, dass ich dann sage, ich möchte ihm und seiner Frau den Kopf abschneiden und wir werden ihn jagen und wir wollen alle erschießen, wir werden mit Waffen kommen und wir werden seine Mikrowelle kurz schließen und Luft aus seinem Fahrrad lassen. Also alles, was da drin war, aber er hatte sehr, sehr viele Widersprüche. Er hatte dann auch immer wieder gesagt, das war ihm wohl wichtig, als er bei der Polizei saß, einer der Haupttäter und Hauptzeuge gegen mich, dem war das dann ganz wichtig, immer der Polizei dann noch zu sagen, ja, der hat dann gedroht, mir und meiner Familie den Kopf abzuschneiden, aber ich habe dann gesagt, dann soll er doch kommen, dann knall ich ihn ab mit meiner Kalaschnikow. Ja, das hören die Cops dann auch so und fassen sich so am Kopf und sagen so, oh, der Zeuge könnte bei Gericht schwierig werden. Ja, der war sehr emotional, der hatte sehr schlechte Impulskontrolle. Es war ihm sehr wichtig, dass er wirklich als hart dasteht. Er war aber leider bekannt so als nur jemand mit Geld. Der ist durch eine Erfindung sehr wohlhabend geworden und wollte dann auch so ein bisschen Gangster spielen. Nicht fürs Geld, aber er wollte halt gerne ein cooles Image haben. Es ist Hashtag no hate, aber Digga, warum fliegst du nicht einfach in Urlaub nach Spanien oder so? Machst Urlaub 10-mal im Jahr, anstatt Gangster zu spielen. Andere Gangster sind Gangster, weil sie das fürs Geld machen. Okay, unwichtig. Und der hatte das dann da so alles gesagt und dieses Verhör von ihm bei der Polizei, das habe ich als Protokoll bekommen und habe gedacht, Mann, also selbst wenn jemand von den Ermittlern das liest, der muss sich doch denken, das kann so nicht hingehauen haben, hier stimmt irgendwas nicht. Das war dann schon mal ein guter Hinweis, aber es klang natürlich alles dramatisch. Es ist ja also angedrohte Entführung, Planen eines Mordanschlags. Und das war natürlich für die Staatsanwaltschaft, für die Ermittler war das super. Sie hatten jetzt das erste Mal jemand, der sagte, er ist bereit auszusagen, hat eine Aussage gemacht. Die anderen aus der Gang, zwei, drei andere haben auch noch was ausgesagt, ja, aber die haben das so mildert. Ja, habe ich so nicht so gehört und nee, ich will hier nicht mit reingezogen werden. Das war alles so wischiwaschi, damit habe ich mich gar nicht so beschäftigt. Da wusste ich, okay, das fliegt bei Gericht denen um die Ohren, so dieses wischiwaschi. Und ja, wenn die dann in so einer Frage, ja, was haben Sie gemacht, wieso hatten Sie ein Messer mit und so, ja, dann dazu möchte ich nichts sagen und so weiter, das fliegt einem bei Gericht um die Ohren und das wusste ich und okay. Aber diese Hauptaussage, die da drin war mit dieser Entführung und ich schneide den Kopf ab und dass da Mordanschläge geplant worden seien, also er hat das versucht, die Geschichte so aufzubauschen, aber wollte sich halt auch als Gangster darstellen. Das erwies sich für mich relativ problematisch, wo ich dann gedacht habe, okay, scheiß drauf. Dann hat man natürlich dann ausgeschwärzte Teile auch bekommen und dass die Akte nicht vollständig ist. Und es gab dann einen Versuch, die JVA ist auf mich zugekommen, geht man zum Gespräch, Herr Schlaffer, kommen Sie mal raus. Und dann geht man zur Abteilungsleiterin und sagt, ja, das LKA hat sich nochmal angekündigt, organisierte Kriminalität, die haben nochmal Fragen an Sie. Und habe ich gleich gesagt, können Sie gleich sagen, wenn die unten stehen, die können gleich umdrehen, gibt hier keinen Redebedarf. Und ja, sie können sich dabei ja auch entlasten und so weiter. Ich sage, nein, das machen wir dann übers Gerichtsverfahren später.
Oh, also wusste ich, okay, die sind irgendwie tief und irgendwas ist hier irgendwie im Busch, ja. Weil ich habe das später in meinem Leben mal gehabt, wenn eine Sache wasserdicht ist gegen jemanden. Dann bieten die nicht groß an, Mensch, wollen wir nicht nochmal schnacki-schnacki machen und so weiter. Weil es war mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt kein Ziel, mich da irgendwie umzudrehen. Das war für die, glaube ich, völlig utopisch, sowas zu denken. Könnte einer anonym hier kommentieren von den Beamten, die das lesen, die damals zuständig sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige das hier verfolgen. Ich glaube nicht, dass der Gedanke war, sondern die Polizei hat natürlich auch viele und LKA und so haben natürlich viele Erfahrungen auch gemacht, dass viele sich verquasseln in Verhören, in Nebensätzen. Viele wissen nicht, wenn sie sich privat, was heißt privat, im Flur und auch ohne dass eine Aussage aufgenommen wird, wenn sie sich dann unterhalten mit der Polizei, dass dann ein Gesprächsprotokoll angefertigt wird und das in die Akte kommt. Und es ist nicht so, dass man dann nur bei der Polizei was unterschreiben muss. Das ist nachher schon relativ wichtig, weil damit hat das Gericht, okay, das hat der wirklich gesagt, das hat der gegengelesen, hat das unterzeichnet. Aber die Polizei kann auch Gesprächsprotokolle reinpacken. Ich habe mich im Flur kurz nach der Verhaftung zu ihm gesetzt, einen Kaffee getrunken und doch beruhigen Sie sich. Und ja, ich war das doch gar nicht, das war alles der Hans-Peter Meyer. Und dann geht er raus und sagt, Gesprächsnotiz, damals, Herr Schlaffer hat 23:11 Uhr gesagt nach seiner Verhaftung, er war das gar nicht, das war der und der. Und das sind Ansätze und so weiter und das geht auch in Akten rein und dann geht es nachher um Glaubwürdigkeit und dann wird der Polizist auch vorgeladen. Also unterschätzt das immer nicht. Also ich weiß, alle lachen immer so, Polizei ist doof, aber da müsste man, wie gesagt, 66.000 Gefangene gerade in Deutschland fragen, wer denn gerade doof ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch doof, das ist nun mal so. Und ich hatte das dann gelesen und hatte gedacht, scheiße, die Haftprüfung geht ja in den Arsch. Und dann drängt man natürlich dahin, ab und zu mal telefonieren. Ich durfte ja privat nicht telefonieren. Ich hatte Postkontrolle, ich hatte Telefonkontrolle und so weiter. Anwaltgespräch mussten sie zulassen. Das hat aber in Bützow auch nicht so funktioniert, dass man dann einen Antrag gestellt hat und ja, ich würde mal gerne meinen Anwalt anrufen und 15 Minuten später geht man zu dem Telefon und dann die Abteilungsleiterin sitzt daneben und dann darf man einen Anwalt anrufen. Das kann sich Tage ziehen, bis man diesen Termin kriegt und dann muss man den Anwalt ja auch erstmal erreichen. Ihr könnt ja mal versuchen, einen Anwalt immer mal auf dem Handy zu erreichen. Ja, da habt ihr aber schneller Donald Trump am Telefon. Also das ist gar nicht so einfach. Und dann läuft natürlich viel über Verteidigerpost, also ein Brief vom Verteidiger darf nicht geöffnet werden, darf die Justiz nicht öffnen, darf das Gericht nicht öffnen, weil man mit so einem Verteidiger im Vertrauen kommunizieren darf und muss, das ist auch wichtig in diesem Rechtsstaat. Und dann läuft das da drüber. Und dann habe ich gesagt, naja, er hatte mir eigentlich abgeraten, davon eine Haftprüfung zu machen, weil die Akte nicht komplett ist und die Vorwürfe, boah, wollen wir nicht bis zum Prozess warten. Ich sage, naja, Digga, das ist schon ein Unterschied, ne? Ob wir jetzt nochmal versuchen, Haftprüfung. Ich sage, mich kostet das doch nichts. Ja, klar, du fährst dahin, stellst mir dann wieder für 2 Stunden 1000 Euro in Rechnung, aber vielleicht kann es ja auch gut laufen. Dann hat er mir gesagt, naja, wir sind schon darüber am Verhandeln. Also es gab dann ja 4 oder 5 Angeklagte, die Dokumente sind wie gesagt bei Patreon drin. Es gab 4 oder 5 Angeklagte. Und dann muss ja ein Termin gefunden werden, um den Prozess zu terminieren. Das heißt, die Angeklagten, die müssen Zeit haben. Das ist nun mal so. Und da reicht es auch nicht, ich habe Schnupfen, ich kann heute nicht kommen. Da muss ein Amtsarzt bestätigen, dass man wirklich flach liegt. Und da reicht, wie gesagt, nicht Erkältung und Männergrippe und sonst was, sondern da muss richtig was vorliegen. Und dann wird terminiert. Das heißt, wenn dann 5 Angeklagte sind, dann muss mit der Staatsanwaltschaft Termine abgesprochen werden. Mit dem Landgericht müssten Termine abgesprochen werden. Und mit den 5 Verteidigern. Und da lassen sich einige Anwälte manchmal auch zu so Schandtaten zu und blockieren dann manchmal so eine Anfragen. Und ich glaube, das ist dann in der Justiz so, je höher das Gericht ist, umso mehr hat es Priorität in der Terminvergabe. Habe ich aber nur mal so nebenbei ein bisschen mitbekommen. Das ist, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, was hier, ich habe kein Jura studiert, das ist nur alles aus meiner Lebenserfahrung heraus. Ja, kann gerne immer hier drunter jemand kommentieren. Und dann müssen Termine gefunden werden und dann kann das auch mal 7 oder 8 Monate sein, dass man in Untersuchungshaft ist. Nach einem halben Jahr muss immer nach Untersuchungshaft geprüft werden, ist es noch verhältnismäßig. Also wenn man dann in U-Haft sitzt und man erwartet eine Strafe von 2 Jahren, dann darf man eigentlich schon keine 6 Monate vielleicht in Untersuchungshaft bleiben. Weil nachher, wenn 2 Jahre erwartet werden, 2/3 ist dann von 24 Monaten, das sind 16 Monate. Und wenn man dann schon irgendwie 8 oder 9 Monate in Untersuchungshaft war, dann wird man nachher schon fast freigelassen und geht in die Bewährung. Also es ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, es geht immer danach, welche Strafe ist zu erwarten. Und dann darf auch die U-Haft mal 1 Jahr sein, 1,5 Jahre, 2 Jahre. Ich sag mal, bei so einer Sache wie bei der Beate Zschäpe, wo es um die Morde der NSU ging. Ich glaube, die war ja dann 4 oder 5 Jahre
in Untersuchungshaft, bis sie dann endgültig jetzt wegen mehrfachen Mordes verurteilt worden ist oder Beihilfe zum Mord. Okay. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall machen wir einen Termin. Ich sage, antragen, scheiß drauf. Ist mir doch scheißegal, Hauptsache auch raus zu Gericht. Ich kann dann, da habe ich die Möglichkeit, meine damalige Lebensgefährtin zu sehen. Vielleicht ein paar der Jungs von der Schwarzen Schar, die kommen. Das muntert einen auch auf, raus aus dem Knastalltag. Ich wollte hier trotzdem weg, auch wenn man da so zwei, drei Konnecke hatte. Aber ey, Knast ist trotzdem egal wie scheiße. Und dann ging das auch relativ schnell, dass Termine anberaumt worden sind. Ja, das läuft dann noch ganz klassisch über Fax. Ich kann mir gut vorstellen, dass es heute in der Justiz immer noch per Fax läuft. Ich persönlich, ich habe Fax schon seit Jahren nicht benutzt. Und dann beantragt, wie gesagt, der Anwalt wieder eine Haftprüfung bei dem zuständigen Gericht. Und das Gericht veranlasst dann halt, wie gesagt, dass eine Terminfindung auch wieder gemacht wird mit der Staatsanwaltschaft, mit dem und mit dem Verteidiger. Die Justiz wird nur angewiesen, also die Justiz, die zuständig ist für mich im Gefängnis, die kriegt einfach nur eine Nachricht, Herr Schlaffer ist am 20. September vorzuführen. Das, wie das dann funktioniert und wie nicht, das ist Problem der Justiz, aber ich bin auf jeden Fall vorzuführen. Da müssen schon verdammt höhere Gründe vorliegen, dass man da nicht vorgeführt wird. Und es war dann so, dass ich dann auch relativ schnell dann, wie gesagt, einen Fax bekommen habe, wo drauf stand, Haftprüfung ist terminiert. Das kriegt man dann einmal am Tag, kriegt man Post. Bei dringender Post kann auch mal sein, wenn man einen guten Beamten hat oder eine Beamtin, dass die nochmal das Brett aufschließen und sagen, hier ist ein Fax gekommen, hier ist Nachrichten für dich, Haftprüfung ist terminiert worden. Ich habe dann auch diese Post bekommen und es war dann so, dass Haftprüfungstermin stand an und der war irgendwie 12 oder 13 Tage in Zukunft. Und man bekommt dann diesen Zettel und das verändert dann auch gleich die Wahrnehmung vom Gefängnis. Das kann man sehr schwer erklären, wenn man da nicht selber gewesen ist, weil man weiß, an diesem Tag hängt sehr, sehr viel. Wenn dieser Tag jetzt schief geht, dann bleibe ich auf jeden Fall noch die nächsten Monate in Haft, bis eine Terminfindung ist mit den Anwälten und mit allen anderen. Denn sowas wie eine Blitzentlassung habe ich, glaube ich, nur einmal erlebt. Also, dass jemand einfach aufgrund schlechter Beweislage oder sonst was, ein Fax kommt in die Anstalt und der wird per Blitze entlassen. Das nennt man eine Blitzentlassung, weil da gibt es dann, da muss man nicht erst noch zum Gericht hingefahren werden und so weiter. Da macht ein Beamter die Tür auf und sagt, wir haben Ihre Entlassung, kommen Sie mit, packen Sie Ihre Sachen, Sie sind entlassen. Und das haben wir, glaube ich, in unserem Umfeld nur einmal erlebt, aber noch von jemandem Bekannten ein zweites Mal. Und dann hat man diesen Zettel, man hat dann diesen Termin und steht da irgendwie drauf, vielleicht 5. Oktober, 10 Uhr, Amtsgericht, Schwerin war das. Und dann geht man die Akten durch. Und aber die Gefühlslage, welche Gefühlslage hat man? Wie gesagt, alles hängt da dran. Komme ich da wieder frei? Und dann redet man sich auch viel schön. Und das ist, glaube ich, eine Gefangenenkrankheit, auch wenn man untersuchungshaft ist. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Eigentlich bin ich der Unschuldige. Eigentlich habe ich mich nur gewehrt und so weiter. Und das habe ich ja am Anfang dieses Videos gesagt. So war auch die Gefühlslage. Und ich habe mir gedacht, na gut, glauben die jetzt dem? Okay, ich bin unglaubwürdig. Das war mir klar, ich bin unglaubwürdig. Ich war zu diesem Zeitpunkt Staatsfeind. Zumindest für Mecklenburg-Vorpommern, auch die Gang und so weiter. Und das Umfeld, aus dem wir kamen, da brauchte ich mir keine Gedanken machen dazu, was ich dann auch vielleicht beim Haftrichter sagen könnte. Es stand für mich auch ganz ehrlich nicht zur Debatte, zu diesem Zeitpunkt dann zu dem Haftrichter zu fahren. Denn das Gespräch, das da mal anfängt, das ist natürlich nachher dann immer, wollen Sie was zu der Sache sagen? Und das, da kann man sich natürlich seine Freiheit mit erkaufen, wenn man dann das dort bei einem solchen Termin macht. Jetzt saß ich da auf meiner Zelle mit diesem Termin und was nimmt man dann alles? Was sind die nächsten Schritte, die passieren? Ich habe natürlich als erstes erstmal wieder mein altes Nokia rausgeholt abends, habe dann jemand aus dem Club Bescheid gesagt, ich habe meiner ehemaligen Lebensgefährtin Bescheid gesagt und ich sage, ich habe Termin bekommen für Haftprüfung. Sagt sie, ja, wissen wir schon, also dein Anwalt hat uns schon angerufen, hat schon mitgeteilt, dass Haftprüfung anberaumt ist und so weiter. Und dann habe ich natürlich gesagt am Telefon, ich habe gesagt, bitte kein Auflauf, höchstens die und die Person,
höchstens ein, zwei Leute und du kommst natürlich bitte, ja, dass wir uns da sehen. Daher viel mehr war das nicht. Das habe ich so aus diesem Hintergrund gemacht, weil ich natürlich nicht wollte, dass das so ein Auflauf ist. Ich glaube manchmal, dass viele der Straßengangs, Rockergangs oder irgendwelche kriminellen Banden, Clans und so weiter, die tun sich keinen Gefallen, wenn da eine Gerichtsverhandlung ist und da kommen immer 40 Leute. Das soll Unterstützung sein, aber ich glaube nicht, dass es aufs Gericht so wirkt, so toll, dass hier alle so kommen und diesen Gerichtsprozess so verfolgen und so weiter. Ob es einen Einfluss hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich wollte es auf jeden Fall nicht. Ich wollte da nicht so einen Auflauf dann mit Kutten und mit Motorrädern am besten vorfahren und so weiter. Ich hatte ja auch wieder das Gefühl, da werden wieder ein riesen Kopfauflauf sein und so weiter. Und da habe ich gedacht, oh nee, bitte nicht. Und dann überlegt man sich. Und das ist jetzt das Kopfgeficke, zu dem man kommt. Davon abzuschalten ist so gut wie unmöglich. Das sind genauso Termine, wie man, als wenn man dann zu einer so Verhandlung fährt und so weiter und dann sein Urteil erwartet und so weiter. Man ist einfach aufregt, man kann das kaum unterdrücken, man kriegt seine Gedanken da kaum unter Kontrolle. Und so war das bei mir auch. Und irgendwie, ich sehnte diesen Tag jetzt herbei, aber ein Misch der Gefühle wird das jetzt ganz übel. Was kommt hierbei raus? Werden die das glauben, dass hier ein Mordanschlag geplant war, dass wir den entführen wollten oder seine Familie und so weiter? Und dann reden wir halt auch über ein richtig dickes Brett, ja. Das ist immer wieder, und wenn man dann zu dieser Haftprüfung reinkommt, dann sagt der Richter ihnen und sagt, naja, ich habe hier von den Ermittlungsbehörden hier die Akte, hier Herr Rechtsanwalt, hier haben wir noch diesen Aktenvermerk, wir haben hier zwei, drei weitere Zeugen, die gesagt haben, ja, das ist so. Und diesen Gedanken kann man auch nicht ganz loswerden, weil es dann öfters auch so passiert. Vielen lieben Dank, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass ihr diese Dokumente hier seht, dann guckt bei Patreon rein, guckt bei King oder den Kongs rein. Wenn ihr das Video gut findet, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr das Video scheiße findet, macht einen Daumen nach unten. Wenn ihr was anders seht als ich, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr was gut findet, dann freue ich mich einfach, dass ihr dabei seid. Ich verbleibe einfach mit einem Ahoi von der Küste und bis bald, Leute.